Mahlzeit, schön, dass ihr wieder da seid. Heute werden wir bei dem Clio 3 den Innenraumfilter wechseln. Das Wechselintervall ist nämlich bereits schon überschritten, also der ist jetzt schon über 2 Jahre in dem Fahrzeug drin. Deswegen wird es jetzt höchste Zeit, den mal auszutauschen, weil das Problem ist, wenn man eine Klimaanlage hat oder überhaupt wegen Lüftung, bilden sich irgendwann mal Bakterien mit der Zeit in dem Luftfilter auch, ne, beziehungsweise im ganzen Gehäuse. Und vieles davon wird natürlich von dem Luftfilter auch irgendwo rausgehalten. Deswegen sollte der natürlich auch in regelmäßigen Abständen getauscht werden. In dem Fall, glaube ich, sogar jährlich, beziehungsweise alle 15.000 Kilometer. Das wird eine kleine Fummelarbeit, weil der Innenraumfilter sitzt nämlich hinterm Handschuhfach links. Das Handschuhfach werden wir dafür nicht ausbauen, sondern werden gucken, dass wir da irgendwie mit den zierlichen Fingern und Händen da irgendwie drankommen. Ja, ich würde sagen, wir legen direkt auch mal los. Ja, wir befinden uns jetzt unterm Handschuhfach. Also hier ist das Handschuhfach, also hier, ne, über mir. Und das ist jetzt links direkt am Mitteltunnel. Und wir müssen jetzt diese Klappe hier einmal öffnen. Und da kommt uns schon so einiges entgegen. So, einmal 90 Grad hochdrehen. Und den hier aushaken. So, und da ist der Innenraumfilter auch schon drin. Raus, meine ich. So, man sieht hier, es schneit. Und die Karre ist versaut. Ja. Ich würde sagen, ich hole direkt mal den neuen und dann gucken wir uns den mal im Vergleich an. Ja, im direkten Vergleich kann man schon einen Riesenunterschied erkennen. Der neue Filter, der ist hier irgendwie zweiteilig. Das heißt, wir schieben nur den Filter rein und der Deckel kommt dann separat drauf. Was natürlich immer zu beachten gilt, ist die Flussrichtung, also Airflow. So steht es immer auf den Filtern drauf. Das steht eigentlich immer hier zum Beispiel. Genau, da kann man es gut lesen. So, ich guck mal. Airflow und dann die Pfeile. Das heißt, Airflow im Prinzip von vorne nach hinten, also in den Innenraum und in die Richtung müssen dann auch die Pfeile zeigen, also in Richtung Innenraum. Das werden wir natürlich beachten und setzen den Innenraumfilter jetzt ein. So, und dann setzen wir den Innenraumfilter wieder in das Gehäuse hier oben ein. So, das könnte alles ein bisschen eng werden, deswegen muss man den immer mal ein bisschen so zusammendrücken. Das bleibt leider nicht aus. So. Ja, aber sobald er da drin steckt, zieht er sich wieder gerade. So, ich fühle mal mit der Hand da rein, ob das Ding jetzt auch vernünftig da drin ist. Ja, alles wieder in Ordnung. Und dann müssen wir den Deckel einmal hier wieder draufsetzen. Wir müssen auf achten mit der Nase, die muss gerade nach oben in die Führung rein. Und dann klicken wir den einfach nur fest. Zack. So, fertig. Ja, was man natürlich noch machen kann, ist, sobald der alte Filter raus ist, einmal mit dem Staubsauger noch reingehen, um so den Dreck da ein bisschen rauszuholen. Und ja, mehr gibt es eigentlich nicht zu beachten. Also ist jetzt kein Hexenwerk, ehrlich gesagt. Wie gesagt, schön, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Macht's gut. Ciao.